Weiter geht es in Mario Kart Super Circuit und heute spielen wir Mario. Einfach weil Tobit heute nicht so viel Bock bei mir hat. Und den extra Sternen Cup. Wir sind bald durch. Vorletzter Part heute. Wir starten mit Vanilla Lake 1. Noch nie in einem richtigen Mario Kart geremaked wurden die Vanilla Lakes. Zumindest nicht, dass ich wüsste gerade. Nur in Mario Kart Tour, richtig? Ja, und das war mit diesen scheiß Eisblöcken. Wo man die ganze Zeit so scheiße dagegen fährt. Übel nervig. Auf Vanilla Lake 2 komme ich da, glaube ich, besser mit klar. Aber da ist halt die Strecke auch einfach cooler, wie ich finde. Eben. Ich mag die nicht. Die zweite war besser. Soweit ich mich jetzt recht erinnere. Man rutscht hier natürlich auch durch das Eis. Ist ja vollkommen logisch. Was war noch einer? Ja, hier sind noch ganz viele. Ist erstmal egal. Natürlich auch die Strecke sehr kurz. Man fährt halt auch wieder mal nur im Kreis. Wie so häufig in den SNES-Strecken. Komm noch einmal. Haben wir's. Ist die erste Strecke schon abgeschlossen. Nein, oh, ich konnte zum Glück noch springen. Okay, mach das weg und Ziel. Sehr schön. Hier gleich mal den ersten Platz geholt und das mit einer ganz guten Leistung. Zwar nur 1 Minute 8 auf der Strecke gewesen, aber egal. Hauptsache, die 9 Punkte gehören uns. Bowser Castle 3. Wurde, glaube ich, nie geremaked. War auch kein super Start, schade. Nee, glaube nicht. Wenn dann nur in sowas wie Mario Kart Tour. Okay, das wird schwierig. Das war so eine Strecke, die ich über alles gehasst habe. Aber ist das nicht schon die letzte Bowser Castle? Ich hoffe ja. Ich meine eigentlich schon. Ich meine, so viele gab es nicht. In Mario Kart. Super Circuit. Super Mario Kart, sorry. Mario Kart Super Circuit, das haben wir ja erst gespielt. Spielen wir ja auch theoretisch gerade noch. Aber halt von den neuen Strecken. Und dass ich da hängen bleibe, ist halt absolut lächerlich. Da gab es 4, das weiß ich. Ja, na klar, nerv mich nicht! Was hat die eigentlich immer für einen Hass auf mich? Immer die! Ja, genau. Wieder an so einer Drecksecke hängen geblieben. Luigi, nerv mich nicht. Peach, mach! Verschwinde, Peach. Die nervt. Natürlich hat die einen Stern. Natürlich! Hier, nimm das, was dir... Ach so! Natürlich. Warum auch Peach mal einen Panzer reindrücken? Fehlt hier nicht ein Beschleunigungsstreifen? Keine Ahnung. Wenn die den jetzt nach hinten legt, ist... Okay. Dann wäre der Hass confirm gewesen. Ich nehme jetzt hier definitiv das Item. Zwar wieder einen roten Panzer, aber den muss ich an Luigi abgeben. Weil ich halt zu schlecht bin, um zu fahren. Ich hätte noch einen, aber das bringt mir leider nichts mehr. Ja, kann ich nichts machen. Ist aber auch eine recht schwierige Strecke. Wie ich finde. Sie ist nur dritte. Marios Piste 4 auch, glaube ich, nie geremaked worden. Außer halt hier. Ist ja logisch. Tschüss, Yoshi. Aber ich meine, die war wirklich sehr kompliziert. Ich hasse diese kurvigen Strecken vom SNES. Die sind halt zu schwierig zu nehmen. Vor allem um die... Nee, ich hasse die wirklich. Ja, ist vorbei. Wenn du halt einmal hinten bist, kommst du meistens gar nicht vor. War schon immer so.
Vor allem, dass du auf den ersten und auf dem zweiten und dritten Platz und so Sterne bekommst, aber hier auf dem siebten und so nie, ist halt auch lächerlich. Aber ich weiß, wir haben den Stachy noch nie gesehen. Den bekommt man halt meistens auf den achten. Aber ja. Da war man halt, glaube ich, noch nie. Den achten. Möchte ich auch eigentlich nicht hinkommen. Aber das könnte echt eine Strecke sein, die ich wahrscheinlich neu spielen muss, ja. Weil ich die einfach auch nicht mag. Weil ich mich hier halt einmal verdriftet habe. Ja, den Bonus-Item bekomme ich natürlich auch nie. Wenn ich es bekomme, ist eh nur Crap drin. Natürlich. Bowser, die fette Sau, mir das Item weg. Ach komm schon! Ja, ist eh verloren. Genau. Boah, ich hab mein Item. Stern. Dem bleibe ich Fünfter, wie cool. Pilz, oh mein Gott! Ne, das war's. Das wird nichts mehr. Ich könnte so kotzen, dass immer solche dummen Anzeigen kommen. Ja, keine Ahnung, wo ich hingefahren bin. Ja, ist eh vorbei. Hätte ja eh nichts mehr gebracht. Dass ich die neu fahren muss, war klar. Die macht keinen Spaß und die mag ich ja doch nicht. Habe ich ja aber schon am Anfang gesagt. Safe State jetzt auch die letzte Runde. Läuft trotzdem ganz gut. Hatte sehr viel Sternglück, um ehrlich zu sein. Schon fängt es scheiße an. Hoffentlich treffen die. Ja, sieht jetzt erstmal gut aus. Am liebsten werde ich halt eine nach hinten legen. Ja, na klar. Weil sie soll halt nicht vorkommen. Okay, kommt sie auch nicht. Sie ist auch nur Dritter. Das ist wenigstens etwas. Manche Runden waren echt nicht gut. Ich kann halt wirklich sagen, dass ich Glück mit den Sternen hatte. Sonst wäre das alles nicht so geworden, wie es ist. Eine Strecke kommt noch, ne? Ja. Donut Plains 3. Die wird halt genauso scheiße schwer. Kann ich auch schon vorher sagen. Kein Superstart. Ja, das ist die Dreckstrecke, die hasse ich. Also ich schätze mal nicht, dass wir hier einen Goldpokal bekommen. Ach, man muss sie aber nicht mehr selbst springen, das ist ja schön. Da wurde jetzt so eine Sprungplatte hingemacht. Ja. Oder war das die auf dem... der Wii U, also in Mario Kart 8 geremaked wurde? Na klar. Direkt rein in die Suppe. Warum auch nicht? Ja, die habe ich aber auch schon immer gehasst. Das hat mir nicht immer... egal. Dadurch habe ich halt nie auf dem SNES Mini zum Beispiel alle Goldpokale gehabt in 150 CCM, weil ich die Strecke am Anfang des Spezialcups nie geschafft habe. Bin halt nie mindestens Vierter geworden. Weil die Strecke halt einfach schlecht ist. Also nicht schlecht, aber... scheiße, ich mag die halt echt nicht. Es fehlen auch die Montys, ne? Also klar, die von der SNES konnten die eh nicht abbekommen und hier wahrscheinlich auch nicht, aber... trotzdem fehlen sie, wollte ich nur erwähnen. Das war's halt eh. Es ist halt auch sowas von egal. Was jetzt hier noch rauskommt, aufhören kann ich eh nicht mehr. Ich bekomme halt auch leider... ja, nie einen Blitz. Die Strecke darf ich halt damit neu fahren. Und wir werden wahrscheinlich sogar Letzter. Ja, jetzt kommt natürlich der Blitz. Ich weiß nicht, wieso den Peach manchmal auf den dritten Platz hat, aber
bekomme den natürlich erst auf den letzten. Ja, das war's. Ist egal. Ja, das heißt vierte Runde, ja, ist egal. Natürlich. Wenigstens bin ich nicht mehr klein. Irgendwas Gutes muss es ja haben. Ich weiß auch nicht, wie man daran vorbeifahren kann, aber es ist halt einfach so, okay. Du hättest aber niemals gedacht, dass man da wirklich vorbeifahren kann. Ja, genau. So ein großer Weg und ich fahre natürlich trotzdem ins Gras. Ist aber egal. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich hatte auch nur einen Stern. Ich bin halt nicht gleich am Anfang zurückgefallen. Das war halt das Gute mit irgendwie den Goldpokal bekommen. Keine gute Leistung, klar. Aber das ist egal. Ich danke euch wieder für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play Mario Kart Super Circuit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum letzten Part. Tschüss. Bis dann.